Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Apidea Meerwabenbegattungskästchen, das wir ja einmal Unboxing betreiben und dann vorbereiten. Ich hatte ja eine weitere Zuchtserie gestartet, bei der sind 8 weiße Zellen angenommen. Ob alle schlüpfen, weiß ich natürlich noch nicht. In 2 Tagen werde ich es dann wissen. Morgen ist der Schlupftermin, übermorgen geht es dann zum Bienenstand hin und zur Kontrolle. Da ich ja momentan den Viererboden habe und es zeitlich nicht geschafft habe, noch die Meerwabenkästchen selber zu bauen, die ich eigentlich vorhatte, bekam ich von unserem ersten Vorsitzenden unseres Imkervereins 4 Apidea-Begattungskästchen zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Reinhold, dafür nochmal. Und jetzt bereiten wir die einmal vor. Aber dafür hole ich euch näher ran. So, jetzt könnt ihr mehr sehen. Hier haben wir das Apidea-Begattungskästchen vorne mit dem Flugloch. Das befindet sich hier an der Seite. Hier haben wir den Flugloch-Schließer. Dann wird hier oben eine Öffnung frei. Noch ist diese offen. Da kommt dann noch ein Lüftungsgitter vor. Rückseite soweit nicht spektakulär. Dann eher die Unterseite. Hier haben wir nochmal einen Bodenschieber, der nach hinten rauskommt zum Befüllen der Meerwabenkästchen. Gut, schauen wir mal rein. Deckel. Als erstes haben wir hier oben auch eine Klarsichtfolie. Hier mit einem kleinen Loch. Können wir aufklappen und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine weiße Zelle zuzuhängen oder einzubringen. So, Folie weg. Dann bekommen wir einmal das raus, die Rähmchen, die noch zusammengesetzt werden müssen, Lüftungsgitter und das Absperrgitter für den Futtertrog. So. Futtertrog kann auch entnommen werden. Es passt ein halbes Kilo Futterteig rein. Hier die Nuten für das Absperrgitter, damit auch wirklich nur die Pflegebienen zum Futter kommen und die Königin draußen bleiben muss. Und wenn das Völkchen dann etwas stärker ist, kann man nach Entnahme des Futterbehälters auch statt 3, 4, 5 Rähmchen hier reinbringen, so dass dann noch wieder ein bisschen mehr Platz zum Ausbauen ist. Ja, dann schauen wir uns diesmal näher an. 1, 2, 3 Rähmchen. Dann so. Einmal das Lüftungsgitter. Wenn wir das hier zusetzen, kommt nichts rein, nichts raus. Wenn wir es aufmachen, ist das Flugloch freigegeben. Flugloch zu und die Belüftung ist gegeben. So, jetzt aber wieder rein. Futtertrog. Nochmal zurück. So. Noch nagelneu. Dann haben wir hier das kleine Absperrgitter. Und schon können nur noch die Ambienen zukommen. Hier haben wir noch ein Absperrgitter für das Flugloch. Da muss ich jetzt gerade auch mal sagen, ich weiß nur noch nicht so recht, wie das hier eingebracht wird. Da muss ich noch passen. So.
setzen wir mal ein Rähmchen zusammen. Hier haben wir die zwei Seitenwände und den Oberträger. So. Und fertig. Wie man sieht, hat es hier zwei Ausbuchtungen. Stellen wir den hier rein. Auf die Ausbuchtung komme ich dann gleich noch eben zu sprechen. Eben ein zweites Rähmchen fertig machen. Wirklich doll verarbeitet, lässt sich leicht lösen. So. Jetzt haben wir zwei Rähmchen drin. Und voilà. Jetzt wird auch der Sinn und Zweck dieser Ausbuchtung klar. So können wir hier eine Weisezelle einhängen. Und nichts ist im Weg. Ja. So, dritte Rähmchen und dann sind wir auch schon fertig. Zumindest was den Zusammenbau angeht. Dann müssen wir ja noch die Mittelwand einlöten. So. Ja, das ist schon alles. Zum Mittelwand einlöten. Jetzt hier eine Mittelwand. Natürlich aus Wachs, die ist nicht aus Kunststoff. Die lassen wir jetzt erstmal schon mal ein bisschen vor sich hin brennen und in der Zeit schneiden wir uns hier Anfangsstreifen. Einfach mit einem scharfen Messer. Zack, geht wunderbar einfach. So, Breite mal eben abschätzen. Zack. Als Referenz liegen lassen und schon hat man im Nu seine Anfangsstreifen erstellt. So, um diese jetzt einzulöten, gehe ich wie folgt vor: Kerze, Löffel, Wachs, Kerze, Feuer und Wachs heiß, verträgt sich nicht, Wachs schmilzt, wunderbar, und dann
bringen wir hier in die Nut ein bisschen Wachs auf und dann können wir den Streifen direkt einstellen. So. Ich muss dazu sagen, diese Technik so habe ich auch bei YouTube gesehen. Vielen Dank dafür. Hätte erst überlegt, ob ich das wieder mit meinem Flaschenwärmer von unserer Kleinen mir den Wachs heiß machen soll. Aber so geht es jetzt einfach schneller. Noch? So. Kurz ein wenig nochmal anpusten. Zack, fertig. Numero uno. Das Brettchen gleich nicht ganz schwarz ist. Mal eben den Deckel vom Streichholz untergelegt. Ja, wunderbar, geht wirklich schnell, einfach, effektiv. So. Jo, das war ein bisschen zu viel Wachs. Naja, passiert. Und das letzte. So, nochmal wieder ein bisschen Wachs. Da war etwas viel. Jetzt nehmen wir mal etwas weniger. Und es stimmt, in den geschlossenen vier Wänden geht das Schmelzen des Wachs über so ein Teelicht deutlich einfacher, wie wenn man draußen im Windigen sitzt. Wo ist denn mein Anfang? Oh, habe ich schon so viel? Hat es doch noch funktioniert. Wunderbar, wenn das nicht einfach und schnell ist. Und der Vollständigkeit halber setzen wir jetzt so, das ist fest, das sollte nicht mehr abfallen. Setzen wir natürlich das Beglattungskästchen noch zusammen. Zack.
So, Zuckerteig noch rein. Bienen beziehungsweise erstmal verdecken. So. Dann ist es zu. Schließ auch hier mit dem Lüftungsgitter schön bündig ab. Deckel sitzt auch gut stramm. Flugloch zu, Lüftung auf. Zack. Boden auf. Natürlich kein Lüftungsboden, sondern Eindringenöffnung für unsere Bienen. So, dass wir jetzt einfach mit einer, gebräuchlich ist eine Suppenkelle, eine Kelle voll junger Bienen hier einbringen können. Dann den vielleicht nicht gleich ganz rausnehmen, lassen den etwas drin. Jungbienen, wie gehabt, rein, zu und alles ist bienendicht verpackt. So, wie ihr gesehen habt, wir sind jetzt fertig mit dem Apidea Begattungskästchen, mit den Vorbereitungen. Als nächstes geht es dann, wie gesagt, übermorgen zum Bienenstand. Dann wird hier die Bienenmasse, die Pflegebienen eingefüllt. Dann geht es für eine gute Stunde erstmal in Kellerhaft, damit sich die Bienen ein wenig beruhigen können. In der Zeit können dann die geschlüpften Königinnen gezeichnet werden und werden dann dem Begattungskästchen zugeführt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, abonniert meinen Kanal gerne und wir sehen uns bei einer der nächsten Folgen. Danke!